Grüß dich und herzlich willkommen zum Sportsmanic Podcast, wieder mit den Best of Seven heute mit unserem aktuellen Interviewgast. Das ist Steffen Busch von Summit Sport Marketing, mit dem wir in der letzten Folge über den Jobmarkt Sportbusiness gesprochen haben, über Mythen, über Vorurteile, aber auch über, wie man im Sportbusiness einen Job findet, wie man Kandidaten und Kandidatinnen findet und was man so verdient im Sportbusiness. Hört gerne nochmal rein in die Folge, wenn ihr es verpasst habt. Jetzt gibt es die 7 wichtigsten Tipps von Steffen zum Thema Sportbusiness und Karriere. Steffen, die erste Frage ist, was lernst du gerade oder was möchtest du als nächstes lernen? Olli Kickflip. Ich habe während Corona wieder angefangen, Skateboard zu fahren und habe versucht, meine Olli Kickflip-Skills aufzufrischen. Das ist die ehrliche Antwort, die vielleicht etwas businesskonformere ist, dass ich mich eigentlich immer bemühe, immer ein Fachbuch zu lesen und mich in dem ganzen Thema Change Management in verschiedenster Form durch die Literatur gearbeitet habe in den letzten Monaten, um da noch ein bisschen was abzugucken. Die Frage 2, die 3 wichtigsten Newsquellen in meinem Business-Alltag sind? Also einerseits Deutschlandfunk, Süddeutsche und Spiegel Online. Was das Sportbusiness angeht, ganz klassisch Sponsors, inzwischen LinkedIn. Und dann lese und höre ich gerne seit einem halben Jahr den Newsletter und den Podcast von Saatkorn. Das ist ein HR-Recruiting-Thema, aber auch sehr unterhaltsam, kann ich empfehlen. Hast du da auch schon den Podcast gehört von Saatkorn mit Peek und Kloppenburg, unserem Kunden? Die haben auch noch einen Employer-Branding-Podcast gemacht. Nee, den habe ich noch nicht gehört. Werde ich sofort nachholen, Daniel. Ich bitte darum. Die Frage 3. Welche 3 Eigenschaften haben dich dahin gebracht, wo du heute stehst? Gewissenhaftigkeit, Empathie, vielseitig interessiert zu sein und geblieben zu sein. Ich würde noch was hinzu ergänzen. Du kannst gut mit Menschen, weil das gehört, glaube ich, auch dazu, Menschen zueinander zu bringen. Netzwerker, das Wort mag ich nicht so gern, ja, aber das würde gut, ganz gut passen zu dir. Ja, das ist so das Thema Empathie, denke ich, dass es mir durchaus Spaß macht, auch mit und für Menschen zu arbeiten. Ja, danke. Die Frage 4. Was war der beste Ratschlag, den du in deiner Karriere bekommen hast und von wem war das? Also bezüglich Karriere und Business war das, glaube ich, der von meinem ersten Chef, dem Thomas Staller. Ich kriege jetzt den O-Ton sicherlich nicht mehr hin, aber im weitesten Sinne ging es auch um Stärkenorientierung, sich auf seine Stärken zu fokussieren und sich nicht an seinen Schwächen abzuarbeiten. Dann haben wir die Frage 5. Was war der größte Fehler in deiner Business-Karriere und was hast du daraus gelernt? Ich habe am Anfang meiner Karriere auch so in der ersten Führungsrolle mit Ende 20, Anfang 30, glaube ich, zu oft Ja gesagt und zu viel unterschiedliche Themen dann auf dem Tisch gehabt. Aber sonst glaube ich, weiß, kann vielleicht viele von sich sagen, dass ich immer nach bestem Wissen und Gewissen entschieden habe und auch wenn es im Nachhinein ein Fehler war, es trotzdem so wahrscheinlich wieder gemacht hätte und daraus lernen konnte. Dann sind wir bei der Frage 6. Der nächste Gamechanger im Sport wird? Ganz klar, inwiefern der kommerzielle, medialisierte Sport seine Rolle in der Mitte der Gesellschaft und damit als gesellschaftlich-soziales Phänomen bewahren kann und damit auch die Verbindung zwischen Vereinen, dem Nachwuchs, der sportinteressierten Öffentlichkeit und dem kommerziellen Sport intakt bleibt. Das halte ich für zentral und die Alarmglocken sind da, glaube ich, an. Das stimmt. Die letzte Frage. Das deutschsprachige Sportbusiness wird in den nächsten 10 Jahren? Immer noch das größte oder der größte Sportbusiness-Binnenmarkt in Europa sein, aber lange nicht mehr mit so einem spielerisch gelingenden Wachstum wie in den letzten 10 Jahren. Vielen Dank fürs Reinhören. Ich hoffe, du hast jetzt einiges aus den Antworten unseres Gastes für deinen Sportbusiness-Alltag mitnehmen können. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann mach es am besten wie über 250 Hörer vor dir und hinterlasse uns eine kurze Bewertung auf Apple Podcasts. Den Link dazu gibt es hier in den Shownotes. Danke dir vorab für deine Unterstützung und wir hören uns nächste Woche wieder. Mach's gut und ciao, ciao. Der Sportsmaniac Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.